So, servus Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Lecker! Heute wollte ich mal den Kalaut Lotus mit dem Butcher Flat Funnel testen. Wie ich finde, der Kalaut Lotus passt sehr gut drauf. So, dann fange ich mal an zu bauen. Geraucht wird, wer weiß es? Genau, Doppelapfel, Minze. Ich finde den Tabak so lecker, davon kann ich nicht genug kriegen. So, dann wiegen wir mal den Kopf. 229. Ihr hört das schon? Lecker. So. Schön umgerührt. Dann packen wir mal erstmal hier so ein bisschen rein. So. Und verteilen das jetzt schön. So. So sieht es gut aus. Checkprobe. 13 Gramm. Da können noch 5 Gramm rein. Bisschen zu viel. So. Noch schön gerade verteilen, also nicht pressen oder so oder drücken, einfach nur schön locker verteilen. So, sieht doch wunderbar aus. Den Kopf mache ich gleich sauber. So, Kopf ist fertig. Gramm. Perfekt. So. Kohlen sind auch schon fertig. Packen wir das zur Seite. So, Papier. Und immer schön sauber machen die Köpfe. Damit die auch nach langem Benutzen immer schön sauber bleiben. Wie neu aussehen, wollte ich sagen. So. Der Tabak dürfte jetzt die Blätter, also. Wow, super. Also der Lotus dürfte jetzt die Tabakblätter berühren. Schauen wir mal. Ehrlich gesagt nur hier, und das dürfte aber jetzt vom Rand sein. Naja, schauen wir mal nach dem Rauchen, wie es aussieht. So Leute, das wäre es dann vom Kopfbau gewesen. Da kommen jetzt 2 Kohlen oder 2,5 Kohlen rein. Und dann wird oben der Schlitz zugemacht, damit es auch schön lecker und raucht und Bombe schmeckt und so weiter. Ihr wisst Bescheid, Leute. Bis gleich. So Leute, ich habe Kopf auf die Shisha getan. Ich rauche mit der Kaya Brass 630 mit Clear Bowl mit dem neuen Klicksystem. In dem Lotus sind jetzt hier 3 Cocobricos. Da sind jetzt aber bisschen, die sind jetzt schon etwas kleiner, weil die schon längere Zeit auf dem Kohleanzünder waren. Deshalb passen die Kohlen auch sehr so rein, weil normal kriegt man da auf gar keinen Fall 3 Brikos rein.
So, dann tun wir mal den Loco-Toast da drauf. Und so. Passt sehr gut, wie ich finde. So, der Deckel. So. Geraucht wird mit dem Magic Glass Mundstück. Ist auch ein Unikat. Danke, Thorsten. Sieht sehr schön aus. So, dann ziehen wir mal an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Es raucht schon. Ich zeige euch das mal kurz. So. So, ich rauche das jetzt weiter, weil das wird jetzt, dieses Video benutze ich jetzt auch, dieses Video würde ich auch dieses Anrauchvideo würde ich auch für die Vorstellung von der Kaya Brass Shisha benutzen. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut und dann seht ihr mich gleich nochmal in einer anderen Perspektive. Bis gleich. So, servus Leute nochmal. Weiter geht's. Ist angeraucht. Läuft 1A. Geschmack ist auch gut. Also, falls ihr Interesse habt an den an der Butcher Flat Funnel, für die Leute, die einen Callout Lotus haben, ist perfekt, läuft super. Wie ihr gesehen habt, 15-16 Gramm Tabakverbrauch. Man kann den auch sicherlich mit 12 Gramm rauchen, aber die 2 Gramm jetzt machen da jetzt auch nichts mehr. Also ich kann den Kopf echt weiterempfehlen. Den Kopf könnt ihr auf butcher.de, glaube ich, kaufen. Kostet um die 5-6 Euro. Wenn ich mich nicht irre, aber ich werde in die Infobox den Link zu dem Kopf reinposten. Könnt ihr euch dann mal anschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr euch den kaufen. Auf jeden Fall spreche ich eine Kaufempfehlung für den Butcher Flat Funnel aus, in Verbindung mit dem Callout Lotus. Echt top. Man kann den Kopf auch mit Folie rauchen, läuft auch sehr super. Das wär's dann gewesen, Leute. Bis dann. Lecker!